Hallo und herzlich willkommen bei Das Dunkle Grauen. Wir sind hier direkt am dunklen, naja, wir sind bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Und wir dürfen wohl jetzt dann runter in dieses... Das Loch ist mehr als unheimlich. Aber Remy ist da unten. Vielleicht ist er verletzt und braucht Hilfe. Okay. Ich werde Remy finden. Timmy hat schon genug durchgemacht. Na dann ist ja nicht schlimm. Nehmen wir mal das Seil und... Das Seil hat mir schon zweimal gute Dienste geleistet. Vielleicht tut es das auch ein drittes Mal. Ja, der arme Timmy hat aber auch viel durchgemacht. Also so oft, wie wir ihn gegen die Wand geklatscht haben, bis wir dann endlich gemerkt haben, dass wir den Roboter in die Hand nehmen, um mehr Gewicht zu haben. Okay, können wir das Seil schon... Na, guck mal. Aber wir werden wahrscheinlich noch Licht brauchen irgendwie. Früher oder später musste es wohl so kommen. Ach, wir steigen direkt runter. Okay, dann bin ich mal gespannt auf das Grauen. Ah. Oh. Hallo? Noch einer. Jahrelang war niemand hier und jetzt so ein Verkehr? Was sind hier wieder? Bücher, Statuen, irgendwas? Hallo? Wer ist da? Ich bin Wilbur, sagte der hässliche Zwerg, während er in die Dunkelheit starrte. Hey, ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Und Mama sagt, ich bin ein stattlicher kleiner Kerl. Verteidigte er sich, aber die Dunkelheit war wenig beeindruckt. Als nächstes sagte der Zwerg... Das zweite würde ich zwar am ehesten nehmen, aber ich glaube, ich nehme... Nicht, dass ich etwas gegen gruselige Stimmen aus der Dunkelheit habe, aber könnten wir vielleicht ein Licht anmachen? Warum ist es dunkel und wie könnte man für Licht sorgen? Der junge Held stand, umgeben von tiefster Dunkelheit, in einer Säule aus Licht. Und die Stimmen sagten... Zwei Trolle schauen den Mond an, fragt der eine, was glaubst du, gibt es Leben auf dem Mond? Daraufhin der andere, klar, es brennt doch Licht. Ganz toll. Oh Schrott, was wird das wieder sein, eine dreiköpfige Hydra oder... Ja, auf jeden Fall, da wird dann sicherlich wieder irgendetwas total... Ja, verwirrt es. Oder so ein dreiköpfiger Troll oder ich habe keine Ahnung. Es, ja, die Erzählerstimme. Wer seid ihr? Und warum kommt ihr nicht ins Licht, damit ich euch sehen kann? Wir können nicht. Wir könnten schon, wir wollen nur nicht. Wir sind Götter. Wir können alles. Ihr seid Götter? Wie vom Blitz getroffen stand er da, während die Implikationen einen wilden Tanz in seinem Kopf vollführten. Eigentlich nicht. Sollten sie aber. Du sprichst mit Göttern. Was genau sind Implikationen? Ey, zwei Kannibalen verspeisen einen Clown, sagt der eine. Der schmeckt aber komisch. Halt die Klappe, ich etabliere eine Stimmung. Wäre es nicht Zeit für ein Rätsel? Okay, sind es vielleicht wieder Bücher oder ich habe keine Ahnung? Wenn ihr Götter seid, könnt ihr da nicht so etwas sagen wie, es werde Licht und alles wird hell? Oh, zwei Trolle schauen den Mond an, fragt der eine, was glaubst du, gibt es Leben auf dem Mond? Nicht schon wieder. Klar könnten wir Licht machen. Es könnte auch einfach hell in dieser Höhle sein. Aber wo wäre dann die Herausforderung? Aber... sagte der kleine Zwerg. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Ja, sonst wäre das Spiel viel zu schnell. Und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Was? Du musst mit dem Fuß auf den Boden stampfen. Was für Götter seid ihr? Nun, wir sind... Stopp! Er muss erst für Licht sorgen. Na toll, jetzt müssen wir hier arbeiten auch noch. Ist hier eine Ratte mit Hut vorbeigekommen? Fragte der Gnom mit tapferer Stimme.
Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er die Höhlen ohne seinen Freund verlassen würde. Du weißt etwas über Remy? Das nennt man eine Vorahnung. Man benutzt sowas, um sein Publikum bei Laune zu halten. Etwas anderes als völlige Dunkelheit zu zeigen, könnte auch helfen. Erst muss er das Rätsel lösen. Was ist denn nun mit Remy? War er hier? Wo ist er hingegangen? Einen habe ich noch. Sagt ein Beamter zum anderen, ich weiß gar nicht, warum uns keiner mag. Wir tun doch nichts. Was hat denn das mit der Geschichte zu tun? Danke fürs Gespräch. Ich werde mich etwas umsehen. Nicht ohne Licht. Ey, zwei Kannibalen verspeisen einen Clown, sagt der eine. Der schmeckt aber komisch. Oh nein, der erzählt jetzt nicht die ganze Zeit immer die gleichen Witze. Tja, der war gut. Du hast ihn verscheucht. Ihm gefielen meine Witze. Das nennen wir Ironie. Was? Was soll daran komisch sein? Okay, in der Finsternis werden wir wahrscheinlich gar nichts machen können jetzt. Außerhalb des Lichtscheins, der durchs Loch hier herunterfällt, kann man die Hand kaum vor Augen sehen. Und ich glaube, ich brauche mehr als eine Fackel oder etwas in der Art. Es klingt, als sei ich hier in einer ziemlich großen Höhle. Okay, mit den Stimmen können wir noch reden? Hallo? Seid ihr noch da? Wo sollten wir sonst sein? Könnt ihr mir nicht ein klein wenig behilflich sein? Da oben sitzt eine kleine Ratte, die ihren Onkel vermisst. Die Emotionen brodelten in dem Zwerg und er spürte, wie ihm Tränen der Wut und Erschöpfung in die Augen stiegen. Stimmt doch gar nicht. Und ich bin kein Zwerg. Du musst das verstehen. Dem Protagonisten müssen sich Probleme in den Weg stellen. Das sind keine Masken, Konflikte, oder? Keine Geschichte. Stellt ihm so viel in den Weg, wie ihr wollt. Aber mir könnt ihr doch helfen. Vielleicht könnte ein Witz die Situation entspannen. Nein! Nein. Ich glaube, es sind so Theatermasken. Wisst ihr, so wie ich... Ja, so wie diese alten Theatermasken, so diese... Rauf ist ja noch schlimmer als runter. Wilbur, hast du Onkel Remy schon gefunden? Nö. Noch nicht, aber ich arbeite dran. So. Hör zu, Timmy. Ja? Da unten kann man die Hand kaum vor Augen sehen. Ich brauche Licht. Wir könnten eine Fackel bauen. Gute es Idee. Ist da nicht nur ziemlich dunkel, sondern auch noch ziemlich unheimlich. Eine flackernde Fackel, die Schatten wirft, könnte mehr Probleme machen, als sie löst. Ich brauche eine andere Lichtquelle. Etwas, das am besten jede Ecke dort unten ausleuchtet. Ich mach mich wieder ans Werk. Du schaffst das. Wie wär's mit dem Hinterteil von Essel? Die leuchtet doch außer. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Wir schauen uns mal um. Was haben wir? Wir haben da drüben die verlassene Werkstatt. Haben wir hier irgendwas, was uns noch auffällt? Die Abscheulichkeiten der Jungen von Buren haben ihren Weg anscheinend sogar schon bis nach hier unten gefunden. Jemand mit Geschmack konnte es wohl nicht mehr ertragen, dieses Zeug um sich zu haben und hat es weggeworfen. Na, ich hoffe nicht, dass hier unten auch noch alles rosa wird. Nate hat gern gewippt. Vermutlich hauptsächlich, weil es neu für ihn war. Da oben wartet unendlich viel Neues auf ihn. Fast beneide ich ihn darum, all das zum ersten Mal zu erleben. Der Leuchtkäfer da drüben war doch... Aber Essel wird wahrscheinlich jetzt wieder hier sein, oder? Ja, sie ist wieder da. Hi, Essel. Er schleicht sich noch immer so an. Huch! Tolle Arbeit, die du und Esther bei der flauschigen Farbe geleistet haben. Wobei, so ganz verstanden habe ich das immer noch nicht. Was gibt es da zu verstehen?
Gelb und Blau ergeben Grün. Pink und Flauschig ergibt flauschiges Pink. Es gibt eine Farbe namens Flauschig? Flauschige Pullover werden damit gefärbt. Viele Waschmittel bestehen fast nur aus Flauschig. Junge Leute, keine Ahnung von Alchemie. Du und Esther seid gut miteinander ausgekommen, oder? Überraschenderweise. Wollte mich nicht fressen oder so. Nette Person. Leider weg. Werde sie vermissen. Kannst sie ja mal besuchen. Mhm. Viel zu tun. Aber ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich bin Remy ins dunkle Loch gefolgt. Wie ist es dort? Dunkel. Dann solltest du für Licht sorgen. Husch, husch. Ich muss mich auf den Weg machen, Ethel. Wenn du einen Topf willst, weißt du, wo du mich finden kannst. Wir bräuchten... Guck, hier dieser leuchtende Schwanz, der müsste doch irgendwie... Aber überreden kann ich sie nicht und hier kann ich auch nichts mitnehmen. Okay, schauen wir nochmal... Wir müssen jetzt wieder alles durcharbeiten einmal. Hier haben wir uns alles angeschaut. Dann schauen wir nochmal rüber ins... In die Ohne Gulliver, Esther und Nate wirkt hier unten alles noch trostloser als zuvor. Ja, das stimmt. Die drei haben alles mit nach oben genommen, was ihnen wirklich wichtig war. Auf den Rest hat Ethel einen wachsamen Blick. Am besten lasse ich alles, wie es ist. Okay, dann ist der Raum verschwunden und wir schauen mal auf den Müllberg. Okay, wir haben hier unseren Korb zum Austauschen von den Waren. Und jetzt reden wir mal mit Ivo. Ivo! Was gibt's? Remy hat erzählt, in der Stadt ist vieles verwandelt worden. Ist es wirklich so schlimm? Einige Gebäude hat es schwer erwischt, aber nichts, was man nicht mit ein paar Fackeln regeln könnte. Schlimmer ist, dass auch einige Bewohner verwandelt wurden und sich niemand mehr traut, seine Meinung zu sagen. Das ist schlimm. Van Buren ist von ihrer Macht wie berauscht. Sie will die Welt verändern und leider hat sie auch die Mittel dazu. Zum Glück bist du da, Ivo. Wir werden sie aufhalten. Wäre nicht das erste Mal. Wo ist die Ratsvorsitzende? Lass dich da oben bloß nicht von ihr erwischen. Sie ist auf dem Weg zum Elfenhain, will meiner Mutter einen Besuch abstatten. Machst du dir gar keine Sorgen? Am Elfenhain wird sie sich die Zähne ausbeißen. Man kann einen elfischen Schutzzauber nicht mit Menschenmagie brechen. Verstehe. Stellt sich also nur die Frage, wie lange Van Buren braucht, das herauszufinden. Sie wird wütend sein. Besser, wir sind da nicht mehr hier. Okay. Nicht, dass ich mich nicht sehr freuen würde, aber warum bist du eigentlich in Seefeld? Ich wollte mit Erzmagier Alistair sprechen. Es gibt da... Probleme. Solange es nicht ums Wetter geht, wird er dir momentan nicht viel weiterhelfen können. Mein Problem kann warten. Hoffe ich. Der war gut. Munkus ist seit dem Kampf im Lehrerzimmer wie vom Erdboden verschwunden. Glaubst du, er ist noch in der Stadt? Ja, klar. Ich befürchte, ja. Wie Motten vom Licht werden Hexenmeister von Macht angezogen. Ein kleines Mädchen mit anscheinend grenzenloser Zauberkraft? Er wird alles versuchen, um das für sich zu nutzen. Und er kann sich in jeden verwandeln. Pass bloß auf, wem du da oben vertraust. Wer sagt, dass er hier oben ist? Er könnte genauso gut dort unten bei dir sein. Wir müssen beide die Augen offen halten. Okay, Ich bräuchte für meine Suche nach Remy etwas, mit dem ich eine ganze Höhle ausleuchten kann. Ich werde die Augen offen halten. Danke. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif. Okay, schauen wir mal. Wir gehen jetzt mal mit Ivo ein bisschen rum. Och, ist das... Das ist doch schön. Die beiden machen den Eindruck, als würden sie gemeinsam durch dick und dünn gehen. Sie gehören einfach zusammen. Das ist beneidenswert. Wo ist eigentlich Nate? Hallo, ihr beiden. Oh, hallo. Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns richtig vorzustellen.
Mein Name ist Ivo. Willkommen in Seefels. Mein Name ist Gulliver. Das ist meine bezaubernde Lotusblüte Esther. Unser Sohn dort unten beim Ogre heißt Nate. Nate? Nate, ja. Benannt nach einem wahren Helden und guten Freund. Er hat damals in den wilden Landen dafür gesorgt, dass Esther und ich zusammengekommen sind. Oh, falsches Thema. Wegen Nate. Habt ihr ihn in letzter Zeit mal gesehen? Leider nicht. Wir hätten ihn gern zu unserer Hochzeit eingeladen. Aber er war plötzlich verschwunden. Bestimmt ist er in die weite Welt hinausgezogen, um anderen Liebenden zu ihrem Glück zu verhelfen. In die weite Welt gezogen ist er, oh ja. Aber die Liebe hat er dabei zurückgelassen. Kennst du ihn? Diesen betrügerischen, heuchlerischen, mitten in der Nacht ohne Erklärung wegfliegenden und mich wie eine Idiotin dastehen lassenden Piraten? Nein, den kenne ich nicht. Nicht mehr. Hier in Seefels ist es nicht sicher für euch, für niemanden. Ich weiß. Nur wo sollen wir hin? Zombies und Untote sind nirgendwo gern gesehen. Die Leute glauben, wir würden ihre Gehirne fressen. Dabei schmecken die nach gar nichts. Vielleicht seid ihr in den wilden Landen doch besser aufgehoben. Da gibt es viele Mons, Leute wie euch. Warum müssen wir weggehen, nur weil andere ein Problem mit uns haben? Das ist nicht gerecht. Ja. Wilbur hat von der Maschine erzählt, die ihr gebaut habt. Vielleicht kannst du sie hochholen und auf eigene Rechnung Schiefertafeln bauen, wenn wieder Normalität einkehrt. Ich glaube nicht. Nur Jorge weiß, wo man den intelligenten Stein herbekommt. Und er wird sagen, ich hätte seine Idee geklaut. Er kann sich Gule und Anwälte leisten. Außerdem, woher soll ich das Gold nehmen? Glaubst du, jemand würde mir auch nur eine Dublone leihen? Gib nicht auf, Sonnenschein. Kleine Rückschläge gehören zum Tod. Esther hat recht. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Sagt die junge, hübsche und reiche Elfenprinzessin. Ich muss weiter. Tschüss, ihr zwei. Bis dann. Tschüss. Okay, wir müssen uns wirklich noch ein bisschen nach dem Licht umschauen. Aber ich denke, jetzt haben wir, ja, wir haben unten die Stimmen. Und ich frage mich immer noch, was wird's wohl sein? Und wir haben die beiden Liebenden hier oben. Und ja, das gehört zum Tod halt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und morgen suchen wir dann eine Lichtquelle. Wie wäre es mit dem Licht da oben? Das scheint doch schön. Aber ja, das will der, ja, wahrscheinlich unten nicht. Also, bis morgen dann. Tschüss.